Fit und gesund. Das Gesundheitsmagazin auf DW. Jede Woche mit einem neuen Expertengespräch. Für die Schönheit und das Messer. Mein heutiger Gast weiß alles über dieses Thema. Dr. Gerhard Sattler, Gründer und ärztlicher Direktor der Rosenpark-Klinik in Darmstadt. Herzlich willkommen bei Fit und Gesund. Hallo, schönen guten Tag. Jetzt haben wir ja einige aktuelle Trends gesehen. Was ist denn so der Dauerbrenner in Ihrer Klinik? Also da gibt es eine Menge von Dauerbrennern. Kommt es auf den Körper drauf an oder das Gesicht? Denn Patienten trennen sich doch ziemlich in diese zwei Gruppen. Und der eine sieht eigentlich seinen Körper mehr im Fokus und leidet unter Deformationen, sei es an der Brust oder auch an dem überschüssigen Fett und den Hautfalten. Oder es ist eben ein Gesichtsmensch, der doch sich sehr genau im Gesicht beobachtet und Veränderungen und Schwachpunkte vielleicht erkennt, wo er dann seinen Komplex damit hat, sein Problem. Fangen wir doch mal mit dem Gesicht an. Fangen wir mal mit meinem Gesicht an. Ja. Es gibt ja so Falten. Ich habe auch Falten natürlich in meinem Gesicht. Da können Sie jetzt versuchen, dem Ganzen zu Leibe zu rücken. Botox und Hyaluronsäure sind da so zwei Stichwörter. Wann greift man zu welcher Methode? Nun, Sie haben jetzt die zwei wichtigsten Elemente genannt. Bei den Bewegungsfalten, das heißt also durch die Mimik ausgelösten Falten, würde man im oberen Gesichtsdrittel zu Botulinumtoxin greifen. Und im Bereich von quasi Löchern oder Unregelmäßigkeiten der Hautoberfläche zu Hyaluronsäure. Mhm. Erstmal per se. Und das Ganze geht eben nicht mit dem Messer, sondern nur mit der Nadel. Insofern sprechen wir hier von minimalinvasiven Verfahren, was natürlich auch der Patient von heute mag, weil er quasi das in der Mittagspause anwenden kann. Ohne große Versprechungen dann tatsächlich auch das Ziel erreicht. Und auch mit relativ wenig Risiken? Genau. Das ist, wenn man die Anatomie des Gesichts, also die muskuläre Anordnung der Stirn kennt, und das weiß jeder, der mit Botulinumtoxin umgeht, dann kann der mit einem nahezu Nullrisiko vorhersehbar eine Wirkung auslösen. Jetzt gibt es noch so eine andere Therapie, auch minimalinvasiv, diese Volumenbehandlung. Was macht man da? Nun, das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Hier handelt es sich auch letztendlich um eine Füllsubstanzbehandlung, meistens ebenfalls Hyaluronsäure, aber spezielle Zubereitungen, die nicht so schnell abgebaut werden. Das heißt, sie sind stärker stabilisiert. Und bei dieser Volumenbehandlung wird in die Halteapparate des Gesichts, also wir kennen ja so gewisse Schwachpunkte auch von gewissen Politikerinnen in unserem Land, die nach gewissen Falten namensgebend sind. Da sind ja Elemente, die nach innen ziehen, sonst würde sich diese Furche nicht bilden. Oder hier vor unserem Kinn diese Einsenkung. Und wenn Sie jetzt die Hand drauflegen und dran ziehen, sehen Sie, dass da eine Widerlage ist. Hier ist es locker. Mhm. So, und an diesen Haltebändern, wenn man in diese hineinspritzt, dann kann man quasi Volumen aufbauen mit ganz geringen Mitteln. Das heißt, Volumen wird in der Tiefe platziert, um Oberflächeneffekte zu erzielen, die durch eine oberflächliche Behandlung nicht machbar sind. Zu den häufigsten Eingriffen gehören nach wie vor Brustoperationen, also Brustvergrößerungen, Brustverkleinerungen. Was gibt es da für Methoden zur Vergrößerung der Brust? Nun, es gibt ja die Implantatchirurgie, die eine reine Vergrößerung zur Folge hat. Man muss aber immer das Implantat und die Form der Brust im Verhältnis zu dem Gesamtkörper sehen. Und manchmal braucht man gar keine Implantate zu verwenden, sondern eine reine Hautstraffung in unterschiedlichen Versionen führt dann schon zu einem quasi Brustaufbau, weil die durchhängende Brust, also quasi die erschlaffte Haut der Brust, so reduziert ist, dass quasi die Brust wieder ihre normale Form bekommt, wie sie früher war. Das heißt, die hebt sich an entgegen der Schwerkraft. Genau. Und die Schwerkraft war zunächst das Problem. Ja. Kann man auch mit Eigenfett da arbeiten? Das wird zunehmend gemacht. Es gibt neue Techniken, die auch erfolgsversprechend sind. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn Fett transferiert wird, gibt es auch Fibrosierung, das heißt also Einbettungssituationen, die dann zu einem kleinen Vernarbungen führen. Und nicht jeder Radiologe ist dann bei der Mammographie und der Vorsorge auf diese Situation gewappnet.
Also man muss das alles individuell beraten. Jede Brust ist anders. Brüste sind immer asymmetrisch. Und so gibt es ein Potpourri von unterschiedlichen Dingen. Hier ist die individuelle Beratung durch einen Brustchirurgen, der Experte ist und viel Erfahrung hat, das Beste. Die Intimchirurgie ist ja auch immer häufiger in der Verwendung, also Schamlippenverkleinerung oder Penisvergrößerungen. Was wird denn bei einer Penisvergrößerung gemacht? Relativ wenig, als man jetzt zunächst einmal vermuten würde. Es gibt Unterspritzungsmaterialien, die haben aber nicht so richtig den Raum, wo sie quasi zur Wirkung kommen könnten, weil hier relativ wenig Gewebe ist und auch nur eine geringe Durchblutung. Die Durchblutung findet ja in dem Schwellkörper dann statt. Bei den Penisverkürzungen kann man durch Durchbrennung der Bänder unter Einbuße der vertikalen Standfestigkeit zu einem gewissen Maße eine 2 cm große Verlängerung herbeiführen. Ich glaube, für die Masse der Patienten gibt es aber andere nicht-chirurgische Maßnahmen, die am interessantesten sind, die also quasi mit so einer Art Saugglocke das Gefäßsystem so in einen Unterdruck oder setzen, sodass es die Gefäße ausdehnen, und wenn man das wiederholt trainiert, hat man einen sehr beachtlichen Gliedaufbau. Ja. Wenn man sich jetzt entscheidet und sagt, okay, ich habe so Krähenfüße, ich möchte ein bisschen was machen lassen, kleines Lifting, ein bisschen Fett absaugen und ich suche mir jetzt einen Chirurgen, auf was muss ich denn achten, damit ich mir den richtigen Chirurgen suche? Nun, wir haben ja zum Glück heutzutage das Internet, sodass ich mich schon mal wirklich, also so wie ich Zeit habe, mich wirklich ausführlich informieren kann. Man sollte zu jemandem gehen, der den Beruf mit Leidenschaft macht. Und insofern muss ich mir die Mühe machen, auch meinen Chirurgen oder den Menschen, dem ich das Vertrauen schenke, auch persönlich kennenzulernen. Das Bauchgefühl, also lapidar wie das klingt, ist das Allerwichtigste für mich. Denn wir haben so viel Zwischenmenschliches, was zunächst einmal, bevor ein Eingriff gemacht werden wird, geregelt sein muss. Denn mein Arzt des Vertrauens muss ja überhaupt erstmal verstehen, was ich meine. Und der Chirurg ist nicht nur zum Schneiden da, sondern auch zum Reden. Er muss aufklären. Vielen Dank, Herr Dr. Sattler, dass Sie heute bei uns waren und das auf jeden Fall sehr gut übernommen haben. Dankeschön.